schöner aussehen? Unsere eigenen Ehefrauen oder die Huri? Allahu Akbar. Da fragt jemand, der jetzt schon Sehnsucht nach dem Paradies hat. Wer wird hübscher sein im Paradies? Das ist eine berechtigte Frage. Wer wird hübscher sein im Paradies? Die eigene Ehefrau, mit der man in das Paradies hereingeht, oder eine Hur al-Ain, die Allah für das Paradies erschaffen hat? Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala, und später hat Sheikh Ibn Uthaymeen auch diese Aussage übernommen. Er sagte, natürlich wird diejenige die hübschere sein, die auf der Erde geprüft wurde und auch ihr Paradies sich verdient hat, anstatt eine Frau, die einfach nur für das Paradies erschaffen worden ist. Weil sie hat gebetet, sie hat gefastet, sie hat ihrem Mann gehorcht, sie hat das Gute getan. Natürlich wird sie die hübschere sein. Und der Mann wird sie am meisten begehren. Sie wird die Beste unter seinen Hurelein sein. Bi'idhnillah ta'ala. Inshallah, so eine ausreichende Antwort. Bi'idhnillah ta'ala. Na, bitteschön. Gibt es eigentlich bei den Frauen im Paradies? Ihr fragt ja nur nach Frauen im Paradies. Auf einmal sind alle Eheprobleme gelöst. Gibt es da zwischen den Frauen eigentlich Eifersucht? Gibt es, das ist eine wunderschöne Frage, gibt es zwischen den Frauen im Paradies Eifersucht? Wir haben ein Problem, liebe Geschwister. Ich bitte euch nur bitte, weil wir sind auch nicht mehr lange hier, nur dass etwas Ruhe einkehrt in Schabatale. Gibt es Eifersucht zwischen den Frauen? Wir haben ein Problem. Und unsere Frauen ein besonderes Problem. Sie denken, dass sie dieselben Empfindungen und Gefühle, die sie hier in der Dunja haben, wo haben? Im Paradies. Das ist absolut falsch. Sondern eine Frau im Paradies wird solche Schwächen nicht kennen, wie Eifersucht, wie Hass, wie Pläne, dass sie was gegen ihren Mann plant, nur weil er eine andere Frau geheiratet hat. Wallahi, ein Bruder hat mir erzählt, einer hat jetzt eine zweite Frau geheiratet. Und subhanallah, das ist ein richtiger Zickenkrieg, ja? Die eine bestellt 50 Spitzen auf den Namen von der und die machen nur solche Sachen. Tut ihr Reißzwecken in den Kinderwagen und so, Auzu billah, was ist das? Es wird so etwas nicht geben, nach Ikarim. Es gibt keinen Neid, keinen Hass, nichts. Allah azza wa jal, höre diese Ayah. Er sagt uns, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ Ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Allah beschreibt den Zustand der Paradiesbewohner. Er sagt, subhanahu wa ta'ala, sie werden in das Paradies auf erhöhten Betten liegen. Denn die Betten im Paradies, sie schweben hoch mit den Leuten, damit sie ihr ganzes Reich überblicken können, bi'idhnillah ta'ala. Und sie werden einander gegenüber liegend sein, Gesicht zu Gesicht. Das heißt, Allah hat was hinweggenommen? Den Groll, der im Herzen ist. Kann sein, dass zwischen zwei Gläubigen Groll im Herzen ist. Es gab ein Problem zwischen ihnen und dieses Problem hat dazu geführt, dass sie einander nicht mehr ins Gesicht schauen können. Im Paradies gibt es das nicht mehr. Bevor die Leute in das Paradies eintreten, werden all diese Schwächen weggemacht, entfernt, denn sonst könnten sie nicht in das Paradies hereinkommen. Allahu Akbar. Das heißt, diese Sache wird es nicht geben. Ikhwa, bitte. Versteht, was das Paradies ist. Es gibt nicht die Gefühle und Empfindungen, die ihr hier habt. Sondern das Paradies ist etwas ganz anderes. Wallahu ta'ala. Bitteschön.